Einen wunderschönen guten Tag, liebe Diablo-Community. Euer Stevenio für euch am Beta Diaries Microphone zur erstmal letzten Ausgabe dieser Diaries. Und heute geht es um den Witch Doctor, den Hexendoktor übersetzt. Und wir gucken uns mal eben seine Abilities an. Es gibt sowohl physische als auch Spirit, also geistige Fähigkeiten und noch Support Abilities. Das ist jetzt nicht so wie bei den anderen Klassen, dass man irgendwas aufladen muss, sondern der Witch Doctor hat einfach einen Mana-Vorrat. Das sehen wir rechts unten, die blaue Kugel. Und wir fangen mal an mit den, was habe ich jetzt gesagt, mit den Begleitern, also den Support. Das waren jetzt die Höllenhunde. Und jetzt sehen wir gerade diese Grasp of the Death. Das ist also, muss ich ehrlich sagen, beim Leveln jetzt gerade am Anfang sehr anstrengend, ja. Weil es macht nicht so viel Schaden, sind zwar schöne Spielereien. Das hier zum Beispiel ist, ich weiß jetzt den Titel der Ability nicht, aber das ist halt so ein kleiner, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Irgendwas mit Hex heißt das, heißt die Ability. Das heißt, man hat einen Begleiter, der dann zum Mount wird und der verhext die Monster in irgendwelches Ungeziefer, ja, oder was weiß ich, ein Hühnchen oder so, und dann kann man mehr Schaden machen, ja. Genau, Hex heißt es ganz einfach. Die Ability. Also alles relativ nutzlos, muss ich ehrlich sagen. Abgesehen von 1, die Höllenhunde, die 3, braucht man das alles nicht. Ja? Jetzt kommen wir mal zu den Spirit-Fähigkeiten. Die sind teilweise nützlicher. Das hier ist zum Beispiel die Haunt-Fähigkeit. Das heißt, man zaubert quasi dem Gegner oder dem Monster eine Art Geist oder Fluch auf den Hals, der so Damage over Time-mäßig den Hitpoints abzieht. Und die gehen dann relativ schnell down. Das sieht hier jetzt alles sehr einfach aus. Und wegen, ja, Steve, was beschwerst du dich denn? Es geht doch super, aber beim Level am Anfang sind die Spells halt einfach überhaupt nicht stark. Und ich muss ehrlich sagen, dass hier sieht man nochmal den Hound-Spell, dass das nicht nur die Klasse ist, die am langsamsten levelt, sondern die auch am wenigsten Spaß macht. Wir reden hier natürlich davon, das ist Level 1 bis 13. Das ist natürlich im Spiel noch nicht viel. Von daher kann man schwer eine Klasse verteufeln, die man nur so kurz gespielt hat. Diese ganzen Abilities sind aber, wie soll ich sagen, also zwar sehr kreativ, die ganze Klasse ist sehr kreativ. Ich finde das ein paar witzige Ideen dabei. Aber also Spaß macht das nicht. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr mühsam am Anfang. Jetzt sehen wir hier gerade die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist es ein AE4 Horrify, genau. Das heißt, man schreit einfach quasi und dann laufen halt alle weg und sind gefeiert, ja. Gerade jetzt am Anfang, man ist natürlich immer schwer zu sagen, wie das später ist. Vielleicht ist das später sehr, sehr nützlich, dieser 4. Gerade wenn man irgendwie umzingelt ist oder so. Aber fürs Level am Anfang ist der einfach völlig nutzlos, ne. Spirit Walks, auch so eine Sache. Kriegt man mit Level 12, ist echt relativ spät. Aber auch wieder, also man verlässt quasi über Spirit Walk seinen Körper, das geht auch nur 3 Sekunden, ich weiß nicht, ob das dann später länger ist, seht ihr, und man kriegt dann sehr viel weniger Schaden und kann halt, dann durch die Gegend laufen. Man erscheint dann da, wo man auch hingelaufen ist, also man kann quasi, ich bin jetzt hier kurz vorm Abnippeln, in dieser Dingsform gibt es nur noch 50% Schaden in dieser Spirit-Form. Und kann dann quasi verschwinden. Das ist natürlich ganz praktisch, aber auch zum Leveln relativ nutzlos und sinnfrei. Ja? Jetzt kommen wir mal zu den direkten Damage-Fähigkeiten. Hier dieser Blast-Pfeil, Poison-Dart. Ja, sieht ganz cool aus. Sieht auch aus, als würde es Damage machen, macht es aber nicht. Ja, am Anfang auch hier sehr, sehr mühsam. Jetzt sehen wir hier die Froschnummer. Das ist vielleicht noch gerade am Anfang so das Nützlichste, obwohl es wirklich vergleichsweise, wie gesagt, zu den anderen Klassen völlig von dem Schaden her und vom Spaßfaktor her underrated ist, will ich mal fast sagen. Ihr seht schon, das geht hier jetzt ganz gut ab, aber der Char ist auch Level 12 oder Level 11, nee, Level 12 schon, ja. Von daher macht es jetzt natürlich Schaden. Am Anfang ist es super, super mühsam. Also wie gesagt, das ist witzig, ne? Also wenn man das sieht, denkt jetzt wahrscheinlich, oh, das ist ja lustig. Hier sieht man zum Beispiel auch eine Fähigkeit, wo so ein Gift-Zombie rauskommt, der sich dann auch auflöst und Giftschaden macht. Auch hier wieder finde ich eine total kreative und witzige Ability. Ja, aber macht halt wenig Schaden und ist auch sehr mühsam, weil man so richtig zielen muss. Zombie-Charger heißt das. Auch diese Spinne jetzt hier, ja, man wirft halt so eine Vase, hätte ich jetzt fast gesagt, die zerspringt und dann kommen da Spinnen raus. Ja? Auch wieder witzige Idee, lustig, optisch umgesetzt. Aber auch hier ist es unheimlich schwer, direkt Schaden zu machen. Ne? Also wie die ganzen Abilities, auch mit dem Zombie oder mit den Fröschen. Es dauert dadurch auch einfach sehr viel länger. Bei einem Barbaren springt man rein,
haut einen Schlag raus und ist alles weg. Hier, seht ihr das? Ist unheimlich schwer genau zu treffen, ja? Das heißt, es dauert auch einfach alles viel länger. Ja, dann haben wir noch zwei Abilities, also von den physischen. Das sind auch die, die man, die kriegt man beide relativ spät. Also ich glaube mit 11 oder, ja, ich glaube mit 11 und 12, wenn ich das, oder mit 10 und 11, sowas. Das sind die, die man, die ich jetzt am Ende immer benutzt habe, irgendwie, das ist diese Firebomb, ja. Da kann man gezielt Schaden machen, das macht auch wirklich viel Schaden. Das ist einfach eine Feuerexplosion oder eine explodierende, ja, ein kleiner Molotow-Cocktail, der da geschmissen wird. Da kann man natürlich sehr präzise jemanden das Ding an den Kopf werfen und das macht dann auch ordentlich Schaden. Und das macht auch Splash-Damage. Das heißt, alles, was da drumherum steht, ist dann auch meistens weg. Also, wenn man die hat, ja, und die, was wir gleich sehen werden, diesen Feueratem oder diese Feuerbats, die kriegt man noch früher, also die kriegt man vor der Firebomb. Wenn man das hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Jetzt hier wieder die Firebomb, ihr seht, die macht unheimlich Splash-Damage, da ist eigentlich alles dann weg, ne? Also sehr effizient. Und dazu haben wir halt diesen, ihr seht das, ist auf meine rechte Maustaste gelegt, diese fliegende Fledermaus. Das ist halt so eine Art Feuer, Firebats heißen die genau. Das ist so eine Art Feueratem, der unglaublichen Schaden macht. Ja, das ist wie so ein Flammenwerfer, werden wir gleich sehen. Das kriegt man, glaube ich, mit Level 10. Hier sehen wir es. Das ist halt sehr stark. Wenn man das hat, geht man richtig ab, ja. Ja, ich suche jetzt hier gerade Gegner, um euch das nochmal zu zeigen. Ja, also was die Spells angeht, liebe Community, ist es so, dass man, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, am Anfang sich sehr abplagt, ja, und sich sehr durchbeißen muss durch die ganze Sache. Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei den anderen vier Klassen, die ich gespielt habe, ging das von alleine, weil es unglaublich Spaß gemacht hat. Man kann jetzt auch nicht sagen, hier, da war es vielleicht noch neu und so weiter. Also gerade zum Beispiel die letzte Klasse, die ich hier gezeigt habe, war ja der Barbar. Da war ja alles schon nicht mehr neu. Der hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Achso, jetzt hätte ich fast vergessen. Hier die passiven Skills, die sogenannten Traits, wollte ich auch kurz zeigen. Den ich aktuell habe, der macht meine Bats, also diesen Feueratem, den ich euch gerade gezeigt habe, 20% mehr Schaden, noch andere Abilities. Ansonsten, die Traits, die später kommen, sind halt hier Cooldown der Fetisch Army, der Schaden wird minimiert, wenn ich unter 50% falle. Dann gibt es, glaube ich, auch noch, ja genau, das ist auch interessant, das kriegt man mit, ja, 26, dass die Pets 100% mehr durch von dem Pet Damage Boni, die man auf Rüstung hat, profitieren. Ja. Also momentan habe ich eine Ability als Trade, als passiven Skill aktiviert, wo ich glaube 3 Spells 20% mehr Schaden machen, unter anderem halt meine Firebats. Und das ist ein sehr, sehr krasser und mächtiger Spell, wo man auch wirklich einfach mal in so eine ganze Gruppe reinhalten kann und einfach alles wegfliegt, ja. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen zum Abschluss hier noch ein bisschen Gameplay vom Witch Doctor aufgezeichnet, in einem Viererspiel mit 3 anderen zusammen. Ja, das ist jetzt übrigens auch wieder so eine Sache, ne? Die kriegen gerade wenig Schaden, weil ich Treppe aufschießen muss und der Spell geht dann gerade runter und trifft die dann nicht, weil er nicht quasi dann bergauf gehen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber gut, das sind so Kleinigkeiten, die noch gefixt werden müssen vielleicht. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt 8, während wir jetzt hier noch zum Ausklang ein bisschen Gameplay sehen. Wir werden nachher auch noch sehen, wie der Witch Doctor sich gegen den Endboss, zumindest den Endboss der Beta hier schlägt. Wir werden natürlich nochmal den Arthas aka Leoric uns angucken dann im Fight. Ja, aber also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist eigentlich so das grobe Gameplay des Witch Doctor. Ich weiß, dass viele Leute viel Bock auf die Klasse haben. Also zum Beispiel Venian hat ja auch ein Video drüber gemacht und hat die ja intensiv vorgestellt und das ist auch so seine Lieblingsklasse. Und ein, zwei andere kenne ich auch, die Bock drauf haben, die Klasse zu spielen. Es ist natürlich extrem schwer, liebe Leute, und das werdet ihr verstehen. Ich meine, ich glaube, 50 ist Max-Level hier. Ne? Wir reden hier von Level 12. Ne? Also die Hauptspells sind noch nicht mal freigeschaltet, die man vielleicht benutzt. Von daher ist das natürlich einfach sehr, sehr, sehr oberflächlich die Klassen angespielt. Und man kann nur grobe Richtungen ahnen, bei den anderen Klassen auch. Ja? Von daher ist es jetzt meiner Meinung nach absolut verfrüht zu sagen, die Klasse ist scheiße. Also der Anfang, die ersten 10 Level oder so, waren halt schon sehr, sehr mühsam. Ja? Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die Klasse, ähnlich wie der Necro in Diablo 2, jetzt nicht meine Favoritenklasse ist, ja. Ich überlege mal immer noch für den Release irgendwie, ist meine Wahl immer noch irgendwie, oder beziehungsweise die Klassen, wo ich mir noch nicht entscheiden kann, welche ich spielen werde, ist halt
Barbar, Monk und Demon Hunter. Ja? Das sind so meine favorisierten Klassen. Wizard hat auch extrem viel Spaß gemacht, aber ich finde, Wizard ist völlig overpowered. Das war es in Diablo 2 ja auch. Und ich glaube, das ist wieder so die, die Klasse, die jeder spielt, irgendwie, der gerne eine overpowerte Klasse spielt. Und das war irgendwie so nie mein Ding. Deshalb werde ich den nicht spielen, obwohl der wirklich richtig geil ist und auch richtig Spaß macht. Aber wie gesagt, das wird so die Everybody's Darling-Klasse sein, die jeder, die jedes LoL-Kid spielen will, weil die am imbalancedsten ist und da habe ich halt keinen Bock drauf. Aber Witch Doctor ist, wie gesagt, nicht meins. Aber ich, wie gesagt, ich weiß, dass eine Menge Leute, die Bock drauf haben und der soll ja später noch ordentlich abgehen. Vielleicht nochmal als kleinen Hinweis, liebe Leute, für die von euch, die jetzt nur meine Beta-Diaries gucken, schaut mal auf justdiablo.eu vorbei. Die URL wird nachher auch noch 37 Mal angeblendet gefühlt. Der Swords von unserer Seite, von unserem Just Diablo-Team, der macht jetzt schon Guides. Und der Typ ist auch ein ziemlicher Nerd. Die WoW-Nachthörer werden den kennen. Der hat großen Spaß daran, sich so... Also wir, ein Beispiel, wir haben in der WoW gemacht, mal Level 20 PvP gemacht und er hat das irgendwie so perfektioniert, sich das beste Item auf jedem Slot rausgesucht, die besten Skillungen ausprobiert auf Level 20 und das hat er jetzt schon für alle Klassen oder das macht er auf jeden Fall für alle Klassen, jetzt hat er es glaube ich schon für 3 gemacht. Das heißt, auf Just Diablo gibt es schon Guides, ja. Das heißt, er hat einfach mal überlegt, was ist best in Slot für jede Klasse momentan über die Oh, jetzt muss man ganz kurz unterbrechen. Das ist nämlich die letzte und wichtige Preisfrage. Wie heißt die Welt, in der Diablo, in der die Diablo-Saga spielt, ja? In WoW ist es Azeroth, ja, oder Azeroth. Das gibt's hier in der Diablo-Welt auch, ja? Für das übergreifende Lösungswort wird der vierte Buchstabe der heutigen Lösung benötigt. Ihr wisst schon, Asus Notebook, vierte Buchstabe von der heutigen Lösung, ja? Also nochmal die Frage ganz kurz, wie heißt die Welt, in der das Diablo-Universum spielt? Wenn ihr das wisst, schreibt ihr das einfach an gewinnspiel@justnetwork.eu und gesucht ist der deutsche Begriff. Ich habe heute extra den deutschen Begriff genommen, einfach weil ich einen Buchstaben brauchte, den ich, der im englischen Begriff nicht vorkommt, ja, wenn wir jetzt das englische Lösungswort nehmen würden. Deshalb habe ich das Deutsche genommen. Sonst nehme ich eigentlich immer die Englischen, auch bei allen anderen Fragen. Aber wie gesagt, heute mal das Deutsche, einfach weil es schwer war, Lösungswort zu finden, wo dieser Buchstabe vorkommt. Naja, genau. Also die Frage habt ihr jetzt bekommen und so weiter. Ich werde nochmal in den nächsten Tagen auf Just Diablo nochmal eine News stellen, wo ich alle Diaries verlinken werde, wo es Lösungswörter für das Asus Notebooks gibt oder Lösungsbuchstaben. Sodass ihr jetzt so schnell wie möglich das Lösungswort angehen könnt. Es ist echt schwer, weil es ist, ist es 5 oder 6 Buchstaben? Es sind 6 Buchstaben, das Lösungswort. Und die Buchstaben sind durcheinander. Das heißt, ihr müsst jetzt mit den Buchstaben, wenn ihr alle Lösungen richtig habt, jonglieren und versuchen, auf das richtige Lösungswort zu kommen. Aus allen Einsendern. Und ich habe es bisher noch nicht einmal richtig gesehen. Es haben viele Leute schon vorab versucht, irgendwas zu raten. Lagen aber alle falsch. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, damit dieses Notebook zu gewinnen, relativ groß ist, weil ich nicht glaube, dass viele Leute sich die Mühe machen, A, alle zu gucken und sich auch die Zeit zu nehmen, da auf den richtigen, auf das richtige gesamte Lösungswort zu kommen, weil das halt echt schwer ist. Man muss Diablo 2 gespielt haben, um das Lösungswort, um auf das Lösungswort zu kommen. Es ist jetzt nicht eine ganz bekannte Sache. Eher was für Insider das Lösungswort. Das heißt, also ich wollte es den Leuten nicht zu einfach machen. Man sollte schon Diablo 2 gespielt haben, um das Lösungswort hinzukriegen. Und ich nehme eine kleine Hilfe, weil es wirklich schwer ist. Das Lösungswort ist Teil des Diablo 2 Add-ons. Ja? Also wenn ihr das Add-on gespielt habt, da kam das Lösungswort auf jeden Fall vor. Und wenn ihr da zum Beispiel Barruns gemacht habt, werdet ihr mit dem Lösungswort auch in Berührung kommen oder es gesehen haben. So. Liebe Leute, das waren erstmal meine Diaries. Jetzt hier der 8. Teil. Ich hoffe, dass über BlizzCon die Beta noch erweitert wird. Dann gibt's weitere Diaries. Ich gehe aber nicht davon aus. Von daher war's es erstmal jetzt von der Beta-Front. Und wir sehen uns spätestens zum Release wieder, würde ich sagen. Auf justdiablo.eu. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.